Moin die Lieben und willkommen zu einer weiteren Partie mit LOL, heute auf der Toplane mit Aatrox. Ja, jetzt geht's richtig. Wir werden heute gegen Olaf antreten, das wird eine interessante Lane, Olaf. Und wir werden hoffentlich einen Sieg davon tragen, es ist nämlich ein Ranked Match und ich möchte heute auch kurz nochmal anfangs über das Abo-Special reden. Ich war so ein bisschen verwundert, dass es als Vorschlag kam, ein Giveaway zu machen, weil ich eigentlich was machen will, wo viele Leute was davon haben. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Giveaway machen würde, dann hätte, sagen wir mal, ich würde 3-mal RP-Punkte vergeben oder so. Da hätten nur 3 Leute was von. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das Kreativste und eigentlich will ich schon was, wo jeder seine Freunde dabei hat. Na, ich weiß ja nicht, wie ich das im Endeffekt, also noch weiß ich es halt nicht, wie ich das im Endeffekt mache, aber ich habe mir da schon ein bisschen was einfallen lassen. Vielleicht werde ich bei LOL, da das so ein zentraler Bestandteil ist, halt auch nochmal in LOL irgendetwas Spezielles machen. Aber ansonsten habe ich schon eine Idee für ein Video, was ich da machen werde. Und so viel dazu. Ansonsten im gegnerischen Team Graves im Jungle. Ich habe schon predicted, dass es Olaf auf der Toplane sein dürfte. Und ich hoffe, dass wir da stärker sein werden. Ich glaube, dass ich mit Aatrox da schon eine ganz gute Chance habe. Und die Laning-Phase beginnt ab jetzt. Der erste Schaden wurde nicht ausgeteilt. Verdammt. Okay, GG. Ich habe hier Ignite mitgenommen, weil die Lissandra bis zum letzten Moment noch TP drin hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, ein TP im Team reicht schon. Hat sich herausgestellt, sie hat doch kein TP. Jetzt, schade. Überwindet eure Schwäche. Na, aufpassen hier. Ah, ich bräuchte mein W-Spell. Jawohl. Schön nochmal Schaden gegen den nordischen Faggot machen. Ha. Ja, genau. Kommen in die Minions. Ach, schade. So weit kommt er auch nicht in die Minions. Na, hat die Passive aktiviert. Na, schade. Nein. Boah, was für ein knappes Ding hier. Ah, schade. Huh, aber das war ein knappes Ding. Und ich bin hier eindeutig als Verlierer rausgegangen. Danny, er hat meine Passive hier aktiviert. Was als Aatrox super, super schlimm ist. Und wenn man so früh backgehen muss, definitiv sehr, sehr kacke ist. So, kann er sich jetzt einen kleinen Vorteil schon mal rauskämpfen. Wie sieht es auf den anderen Lanes aus? Auf der Botlane wird ordentlich gepusht. Da gibt es auch ordentlich Farm für die Tristana und die gute Soraka mit dem hier Programm Soraka Skin. Heilt da auch schon ganz fleißig. Bam. Jawohl. Das First Blood kam dann doch von einem aus unserem Team. Schöne Sache. So, wie sieht's hier aus in Sachen Farm? Der hat jetzt TP, der wird gleich backkommen, beziehungsweise wird der Graves hier erstmal Stress machen. Ach, geil. Ich hätte eventuell vielleicht sogar fighten können, aber der hatte einen Red Buff und ich habe gedacht, gut, probierst du einfach wegzukommen. Gut, dann ist alles hier wieder ausgeglichen. Schade. Ich überlege gerade, soll ich hier auf Titanic Hydra gehen, weil ich halt schon gerne Aatrox ein bisschen tankier spiele. Ich mag es nicht so anfällig zu sein mit ihm. Aber die Botlane wird hier definitiv super deutlich gewonnen. Das sieht man jetzt schon am Farm. Die Tristana hat doppelt so viel. Lasst Furcht
So, komm schon, Aatrox. Beweg deinen fetten Hintern. Deinen dämonischen fetten Hintern. Deinen dämonisch fetten Hintern. So. Ah, schade. Gar keinen Farm geholt. Läuft nicht so gut gerade. Bald habe ich die Passive wieder ready. Dauert noch ein bisschen, aber... spätestens dann haben wir hier wieder eine Chance gegen Olaf. Wir sehen, auf der Map ist Graves nirgends anzutreffen, deswegen hier mal schnell gewardet. Das Gute ist, er war bei meinem Kill nicht auf der Lane. Das heißt, er hat da zumindest die XP nicht bekommen. Heißt, er wird nicht früher als ich Level 6 erreichen oder nicht bedeutend früher. Ich warte hier erst nochmal einen kleinen Gank ab. E-Spell nicht getroffen. Jawoll! Schöne Sache hier. Good job. Schon mal ein bisschen Schaden am Turret austeilen. Da hätte ich mir die Ulti eventuell sogar sparen können. Oder Ignite. Na, ich wollte es sicher haben. Jetzt haben wir den Kill Lead. Sehr gut. Jetzt gehen wir auch mal ganz kurz nochmal back. Denn wir haben zumindest Tiamat am Start. Oh, der Dive und der W-Spell. Just in time. Sehr gut gemacht. Graves in der Mitte. Wollte einen Kill abholen. Hat er nicht geschafft. So, was hat er sich geholt? Ninja Tabbies. Als erstes Item macht man das auf Olaf. Ninja Tabbies kaufen. Weiß nicht. Würde ich nicht machen. Auf jeden Fall 1-1-1 bei uns. Der Olaf führt in Sachen Kills, Farm. Das sieht nicht so gut aus. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal aufschließen. Okay, die Mitte ist wieder da. Gab's ein kurzes SS. Er lässt sich so ein bisschen reinpushen. Ich verstehe nicht ganz, warum. Hat wahrscheinlich wieder Angst vor Ganks. Ja, schöne Sache hier. Also beim Trade sind wir im Moment jetzt auch stärker. Auch dank der Ganks von Master Yi. Wir haben auch noch unsere Passive ready. Das heißt, theoretisch hätte ich ihn auch eigentlich versuchen können zu diven irgendwie. Wollte ich aber praktisch nicht machen. Ich behalte lieber meine Passive etwas länger. So, jetzt gehen wir hier zurück. Er ist wieder da, hat seinen TP benutzt. Und er geht auf Magie... Warum? Warum geht man mit Olaf auf Magieresistenz gegen Aatrox? Also er scheint wirklich ein Item-Build zu bauen, wo er sich einfach denkt, gut, ich baue einfach mal wirklich nach diesem Item-Build. Was könnte er bauen? Also ich könnte mir vorstellen, da kann man ja diese Geisterkutte bauen, ja.
Also entweder er baut Banshee's Veil oder Spirit Visage. Was könnte man noch aus beidem bauen? Naja, okay, ich glaube nicht, dass er hier direkt auf Kommando-Banner geht. Was auch total blöd wäre gegen einen Champion, der auf AD basiert und bei dem er noch nicht mal weiß, ob er auf Tankiness geht oder nicht. Also im Moment mit Tiamat kannst du ja auf alles gehen. Rubinkristall haben wir jetzt erst jetzt gekauft. Und Dorans Klinge ist jetzt auch nicht unbedingt für eine defensive Ausrichtung bekannt. Na, ja, der wird hier zurück. Ja, das ist ein Problem. Oh. Graves. Schöne Sache. Den Kill geholt. Und jetzt. Ja, komm, lass ihn uns diven. Jawohl. Schöne Sache. Boah. Alter Schwede, ey. Knappe Kiste hier. So. Entspann dich, Graves. Ist nicht gut für deinen Blutzucker. Und für deinen Blutdruck. Da kann man alle möglichen Krankheiten bekommen, ja. Nee, aber definitiv festzuhalten ist, in der Laning-Phase hat uns der gute Master Yi gut durchgebracht. Hat uns zumindest einen Vorteil erbracht. Ich weiß nicht, ob wir ohne ihn die Phase gewonnen hätten oder verloren hätten. Aber auf jeden Fall hat er uns dann dickes Plus auf die Lane gezaubert. Und das ist etwas, wofür man dankbar sein kann. So, Olaf pusht jetzt hier einfach schön weiter. Das ist ganz gut. Da kann ich hier den Gromp holen und dann geht's wieder auf die Top-Lane. Na, Mitte. Kommt weg. Ja, Lissandra hat einen guten Escape-Spell. So, und wir gehen hier langsam, aber sicher wieder auf die Top-Lane. 2 Minuten müssen wir noch abwarten, ehe wir richtig aggressiv werden können. Mal wieder. 0-3 der arme Olaf. Ja. Die Stats spiegeln manchmal halt wirklich nicht das Spielerische von einem wider. Das ist so ein bisschen der Fall gerade. Bei uns schon. 1-1-3 passt, denke ich mal. Bei Olaf eher nicht. Jawohl, schön hier den Farm gesichert. Ah, da habe ich einen Minion verpasst. Insgesamt sind wir immer noch ein bisschen zurück und die Mitte fehlt. Vorsichtig. Ich glaube, du wurdest doch gar nicht gemacht, oder? Er wurde schon gemacht. Aber auf jeden Fall gibt er uns schön Gold. Sehr gut. Halten hier alles schön unter Kontrolle. Zögern bedeutet Tod. So, hier könnte er sein. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Möchte mich hier nicht zu weit ins Revier des Gegners trauen. Ja, gut, da ist der Graves. Also, gut hier das Spiel mitgelesen. So, und jetzt hat der Graves ein paar Problemchen. Oh, hätte ich gewusst, dass er so in Bedrängnis ist, der Master Yi, hätte ich natürlich meine Ulti aktiviert. Aber ich glaube, der hat das selbst nicht erwartet. Vor allem, woher hat er den Schaden herbekommen? Wer war denn da noch? Double Kill auf der Botlane. Ja, die Gegner haben allgemein auch doch schon recht viele Kills. Vor allem Graves ist auch eigentlich gar nicht mal so schwach. Aber trotzdem, wir führen halt diese Partie doch recht deutlich an. So, ich hole mir noch mal ein bisschen Leben.
Black Cleaver könnten wir auch nochmal bauen. So, und ich nehme mir trotz des Lifestyles immer noch gerne immer wieder aufs Neue ein, zwei Healpots mit. Der Grund ist folgender: Im Kampf ist es halt wirklich, ich habe vergessen, da aufs Wellplayed zu antworten. Der Grund ist, wenn ihr irgendwie fightet und der Gegner kriegt euch ganz knapp runtergehauen. Ja, also ihr kennt das doch sicher, wo einer mit ein, zwei Leben überlebt. Ihr könnt es halt mitten im Kampf nutzen, um trotzdem nochmal euer Leben hochzupumpen. Also, dass ihr dann entsprechend nochmal mehr Leben habt. Und so habt ihr quasi, wenn ihr irgendwie bei 1500 Leben das aktiviert und die volle Wirkung nutzt, habt ihr 150 Leben mehr, dann habt ihr nicht 1964, sondern, wenn der Gegner keine heilungshemmenden Sachen benutzt, 2114 entsprechend. So, und ich warte hier eigentlich immer noch auf irgendwie einen Gank. Nein, Olaf ist in der Mitte. Perfektes Timing. Dann würde ich sagen, zack, die Top-Lane fällt. Oder zumindest wird sie sehr stark bedrängt. Ja, da ist er wieder. Dann fällt halt die Mitte. Okay, gut. Auch nicht schlecht. Ah, hier. Hi. Na, hat die Ulti rausgehauen. Ich auch. Ich habe aber meine Passive noch nicht genutzt. Also, Vorteil Aatrox, glaube ich. Ah. Sehr schöne Sache. Weiter geht's. Es wird gepusht. Ach hey, da ist ein Graves. Der jetzt geslowt ist. Oh, und der auch so schon sehr viel Schaden abbekommt. Ich muss da definitiv aufpassen, wenn ich den Dings hitte. Na, guter Dash. Oh, die Katharina. 3 Kills, trotzdem gar nicht mal so schwach. Hey, Turret. Was für eine Reaktionszeit hat der denn? Oh, die Soraka-Ulti, die uns hier rettet. Das Ding ist, wenn ich jetzt meinen Q-Spell aktiviert hätte, wenn wir da nochmal versucht hätten, reinzugehen, dann wäre das so eine Sache gewesen, entweder wir sterben alle oder wir retten uns gerade so. Huh! Knappe Kiste, Master Yi kommt dazu. Kann er alleine hier alles klären? Katharina, ja. Morgana haut den Q-Spell rein, er hielt sich derweil. Das ist eine gute Idee eigentlich, während man gecaged ist, einfach die Dingens, die den W-Spell reinhauen, damit man, ja, mehr Leben bekommt. Gute Idee. Na, aber jetzt sind sie ein bisschen zu weit gegangen. Soraka an vorderster Front. Der zweite Verlust auf unserer Seite. Schade. Aber trotzdem, ich meine, wir kriegen in der Zeit ein Turret zur Hälfte down. Das ist ordentlich. So, und der Top-Turret ist jetzt in Gefahr. Wir können allerdings Drake machen. Also im Moment müssen sich die Gegner immer wieder so ein bisschen entscheiden, das oder das machen, und wir können einfach so ein bisschen den Ton angeben. Das ist der Vorteil, wenn man einen guten Lead hat. Wir haben halt 3 Turrets, die Gegner 0. Und darüber hinaus, ja, haben wir auch mehr Kills. Ich glaube, in Sachen Farm sind wir den Gegnern auch nicht so behind. Ja, da ist die Mitte bei den Gegnern sauschwach. Oh, 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 oh. Na, da haut er nochmal die Ulti raus. Na, 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 na. Ja, das war blöd. Das war sehr blöd. Da hätte man nicht mehr engagen müssen. Oh, 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 oh. Ob man hier engagen muss, ich weiß ja nicht. Ja, Master Yi zündet die Ulti an. Aber ich würde nicht reingehen. Oder Morgana hat keine Ult. Das ist eventuell so ein Faktor, bei dem man sich überlegen könnte. Lissandra pusht derweil die Toplane. Ja, also wie man es nimmt, wir sind echt gerade schön am Drücker. 1400, 1700, also nicht 1700, sondern 1700
Und jetzt... gibt sie eventuell ihr Leben auf. Na, die Soraka-Ult bringt leider nicht den erhofften Kill auf unserer Seite und den Save. Schade. Aber es war knapp. Ah, und es war worth, finde ich. Also, Turret holen. Dafür ein Tod. Geht schon. Vielleicht nicht mit Soraka-Ult, aber ohne die wäre es auf jeden Fall worth gewesen. Aber kein Vorwurf, natürlich nicht. Ich habe versucht, einfach nur ihn zu retten. Und ich gehe jetzt hier raus. Alter Schwede. Auf der Botlane Morgana gegen Tristana. Da geht gerade ein Olaf hin. Oh, da ist eine Miss Fortune. Und da ist eine Katharina. Hilfe! Ja gut. Kann ich auch nicht so viel machen. Ja. Sie wollte halt zum ADC gehen, aber ich hätte da halt auch Hilfe gebraucht. Da hat sie ein bisschen gepennt. Die Katharina kommt nicht mehr lebend raus. Hat aber einen Triple Kill rausgehauen. Ja, blöde Sache halt. Passiert. Wir dürfen aber unseren Vorteil nicht verspielen gerade. Und Soraka hat sich Righteous Glory geholt. Ich weiß nicht, ob ich mir das Item holen würde. Und damit meine ich würde es mir definitiv nicht holen, denn das ist ein Item, womit du engagest. Das ist für Tanks gut geeignet, die dann irgendwie an der Frontline stehen. Zum Beispiel Amumu. Ja. Oder so ein Malphite vielleicht. Amumu oder Malphite, auf denen ist es sehr sinnvoll, weil ihr dann entsprechend im CC-Radius seid. Also ihr könnt dann unmittelbar Schaden austeilen. Mit Amumu zum Beispiel die Ult aktivieren. Das bringt euch halt richtig, richtig viel. Aber Soraka soll halt immer hinten bleiben im Idealfall, damit sie nichts abbekommt. Und da ist es ein bisschen ungünstig, auf Soraka das Item zu bauen, weil es halt nichts bringt. Ja. Das ist so die Sache. Jojo, ich gehe schon hin. Na, die Toplane, da ist keiner mehr. Schade. Trotz mangelnder Passiven wäre ich hier doch schon ganz gern dabei. Das ist auch, glaube ich, übrigens der Grund, warum Aatrox in der LCS so selten gespielt wird. Er ist halt... Na, backgehen. Er ist halt nur wirklich stark oder konkurrenzfähig, wenn ihr wirklich auch die Passive zur Verfügung habt. Wenn nicht, dann... Ja, dann ist es halt nicht so sinnvoll, mit Aatrox zu kämpfen. Das heißt, in der Hälfte der Zeit könnt ihr an sich nicht kämpfen. Righteous Glory bringt auch nichts, wenn man gechased wird und wegrennen möchte, denn es bringt nur was, wenn du auf einen Gegner zurennst. So, wir verspielen leider den gesamten Vorteil. 23-20 stand es, als ich beim letzten Mal auf den Scoreboard, auf das Scoreboard geguckt habe. Jetzt steht es mittlerweile 23-25. Und im Moment wäre so ein bisschen das, die beste Alternative für uns, tatsächlich wieder so ein paar Push-Items zu bauen, jetzt wo alles so ein bisschen unkoordiniert ist. Also jeder spielt so ein bisschen für sich genommen. Master Yi holt hier immerhin den Kill. Schön. Aber ansonsten, wir sehen es, wir werden in der Mitte gepusht, wir werden auf der Botlane gepusht. Im Moment lassen wir es so ein bisschen schleifen. Nicht gut, muss man auf jeden Fall was gegen machen. So, ich wette, hier, die ist hier irgendwo drin. Oder hier. Auch nicht. Hey, wenn mich jemand nutzlos nennt, obwohl ich zwei Turrets gepusht habe auf der Toplane. Danke. Überwindet eure Schwäche. Und ich meine, den Drake haben wir auch mitgemacht, den einen.
Na, den einen, den wir gemacht haben halt. Der eine, der in diesem Spiel gemacht wurde. Und ansonsten, glaube ich, würden Leute wie hier Lissandra das nicht unbedingt bestätigen, dass wir so useless waren bis jetzt. Aber gut, ihre Meinung. Und Katharina hier in ganz, ganz großen Schwierigkeiten jetzt. Na, Morgana. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, so viel zum Thema Useless. Wir engagen und was machen die anderen? Wir haben die zwei ADCs im Fokus. Stattdessen geht man Olaf jagen. Warum? Ich begreife das nicht. Warum jagt man Olaf, wenn so viele andere Champions gerade zur Verfügung standen, gekillt zu werden? Vor allem Graves und Dingens, also die zwei wichtigsten. Okay, Master Yi hat hier währenddessen gesplit-pusht. Wäre lustig, jetzt den nochmal useless zu nennen. So, könnt den Inhibitor holen, das wäre auf jeden Fall nice. Wir währenddessen, während er hier den Dingens ablenkt, den Graves, holen uns den nächsten Mid-Turret. Dieser Raka soll mal still sein, soll keine Befehle erteilen. Sechsmal gestorben. Ja, gut. Spricht jetzt nicht unbedingt für eine Soraka. Und wenn die auch noch Righteous Glory baut, dann erst recht nicht. Ich habe 2700 Gold, Leute. Ich glaube nicht, dass ich jetzt direkt dahin gehen sollte. Das macht nicht so viel Sinn, wenn man 2700 Gold hat. Aber dieser Raka weiß sicher, was am besten für uns ist. So, schön. Ginsus auf Yi, damit schlitzt er sich einfach durch. Bam. Schöne Sache. Damit hätte ich mir direkt das Zündjuwel holen können. Bam. Baron Buff. Ja, bringt richtig viel auf den Minions. Wow. Ich bin beeindruckt. Soraka ist zum Glück nicht useless. Das ist phänomenal. Aber hey, während die Gegner einen Mid-Turret geholt haben, holen wir uns einen Inhibitor. Das ist etwas, was sich gelohnt hat. Für die Gegner definitiv, für die Gegner. Ich meine, für die Gegner definitiv hat es sich gelohnt, da einen Turret zu holen. Ich meine, jetzt haben die wenigstens einen mehr. Das sind vier. Jetzt haben sie die Hälfte von uns. Ja, also hat sich auf jeden Fall stark gelohnt. Aber jetzt haben wir leider den Baron Buff verloren. Jo, wir sind unterwegs. Macht auch Sinn, wenn ich so überlege. Jetzt den Mid-Inhibitor zu pushen. Cannon Minion bleibt ja immer außerhalb der Turret-Range. Insofern, das wird nicht schön für die Gegner. Master Yi holt sich hier den Blue Buff. Und kommt in die Mitte. Okay, gut.
Siegen können wir leider gerade nicht so gut. Ich wurde da vom Morgana Q-Spell getroffen und das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen. Hälfte des Lebens verloren direkt mal. Aber hier ist Morgana in Problem. Ach komm, die Ulti hat trotzdem noch gewirkt. Ah, die Miss Fortune Ulti. Wurde trotzdem noch engaged. Nobel. Und das ist der Ace. Das ist das GG. Ist aber irgendwie so ein kleines bisschen... Also ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Ende nicht so schnell kommen sehen. 30 Minuten, das war schon irgendwie deutlicher, als ich dachte. Weil im Laufe des Matches wirkte es nicht so, als würden wir die Partie so deutlich am Ende doch noch gewinnen können. Aber gut. GG. Coole Partie. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann sind wir bald wieder bei Gold. Ja, es dauert jetzt nicht mehr lange. Und dann heißt's durch Gold einfach durchfegen und ab nach Platin und Diamond und Master und Challenger. Definitiv. Haut rein.